Die Leute, liebe Schwestern und Brüder, die Leute sagen, die Leute mutmaßen, was ist mit diesem Jesus? Diesen Abschnitt aus dem Kapitel 7 des Johannesevangeliums, den wir eben hörten, ist sehr, sehr zusammengestückelt. Es fehlen ganz wichtige Teile darin, aber dennoch wird die Linie darin deutlich. Es ist immer so, dass die Leute sich mit Jesus beschäftigen. Und gleichzeitig sind es die Leute, die dennoch nicht zum letzten Schritt kommen, zum Glauben an Jesus. Denn wer an Jesus glaubt, weiß, woher er kommt. Er muss nicht alle diese Details aufzählen, diese Oberfläche. Nazareth, Sohn des Josef, Beruf, Zimmermann, so und so lange. Das kann man alles nachvollziehen. Okay. Jesus spricht, ihr wisst, woher ich bin. Das ist sehr doppeldeutig. Sie meinen zu wissen, woher er kommt und wissen doch zugleich gar nichts. Ich bin nicht in meinem Namen gekommen. Ich bin nicht sozusagen im Telefonbuch nachzuschauen oder zu googeln. Und dann weiß man eben alles über Jesus. Wenn man das Entscheidende eben nicht weiß. Und wenn man das Entscheidende weiß, muss man eben den letzten Schritt tun und an Jesus glauben, weil er vom Vater ausgeht, weil er mit dem Vater gleich ist, weil er der Sohn ist. Die Leute. Ein wichtiger Schritt zur Umkehr wäre, dass wir uns selber in diesen Leuten erkennen. Denn auch wir machen uns oft genug Jesus zurecht. Und man kann sogar den Satz des Glaubens, ich glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, zu einer solchen Formel erstarren und verkommen lassen, dass man das zwar sagen kann, aber man muss nicht glauben. Es hat Konsequenzen. Und wir sollten uns gut überlegen, deshalb begehen wir diese Zeit, dass wir nicht einfach zu den Leuten gehören, nicht weil wir besser sind als andere, sondern wir sollten nicht zu dieser unentschiedenen Masse gehören von Menschen, die Jesus irgendwie behandelt, die sich irgendwie, das kann man ja manchmal auch in der Kirche hören, mit Jesus beschäftigt. Was ist das für eine Aussage? An Jesus muss man glauben und man muss ihn anbeten. Beschäftigung braucht er keine.